Ja, seid gegrüßt auf dem Podcast-Kanal, eurem Kanal für gepflegte Kräuterinformationen. Und nach der längeren Pause, den ganzen Januar über, geht's jetzt weiter mit den Videos und auch mit dem sonntäglichen Live-Chat. Wer es noch nicht kennt, Sonntagabends 19 Uhr, ein, zwei Stunden, manchmal auch noch länger. Je nachdem, wie es sich gerade ergibt, haben wir unseren Live-Chat mit sämtlichen Fragen, Informationen, alles, was euch gerade so bewegt, was draußen passiert am Teich oder auch in der Internet-Community. Können wir alles besprechen, was so ansteht. Und ja, morgen am 2.2. 19 Uhr geht die Serie weiter. Ja, wie ist die Lage aktuell am Keuteich? Winterlich bei den meisten, je nachdem, wie abgedeckt ist oder zugeheizt wird, bei unterschiedlichen Temperaturen, aber tendenziell kühl und ein bisschen drischt. In vielen Gegenden ist Regen oder Trübsal und ja, dem war mein Gegenwirken. Zum einen A mit dem Hintergrundbild hier und zum anderen mit entsprechenden Videos und den Live-Chats. Ich möchte jetzt hier auch nicht allzu lange machen und nicht allzu viel verraten. Ein paar Infos in eigener Sache. Es ist Ich werde es als Werbebeitrag deshalb auch kennzeichnen. Es sind ein paar Produkte eingetroffen, beziehungsweise werden eintreffen, lieferbar sind jetzt ganz frisch die Fujimec Luftpumpen, 80er, 100, 100er, 120er. Dann wird es die Pondwheelies wieder geben in den nächsten Tagen. Dieses Biomedium, das auf sehr großes Interesse gestoßen ist und das auch schon ein paar Jahre jetzt im Markt ist, wird es wieder bei mir geben. Dann habe ich eine Menge an Helix Flex da, die ich abgeben möchte, Neuware. Und ich werde auch noch einen umgedrehten Bodenablauf zeigen, sehr funktional und auch sehr günstig in der Anschaffung. Dazu aber dann in einem weiteren Video oder am Sonntag im Chat etwas mehr. Das soll es gewesen sein. Ich wollte mich letzten Endes zurückmelden. Ich bin wieder an Bord und wir geben jetzt Vollgas. Wie vorhergesagt, Januar ist Sendepause und ab Februar geht es dann wieder rund. Wenn es euch interessiert, was da alles kommt, macht doch ein Abo, wenn ihr keins habt, oder zumindest einen Daumen hoch. In dem Sinne, bis bald. Ciao.